Aus dieser Haltung gehe ich in den nächsten Krieger. Ich bringe meine Hüfte nach vorne, den vorderen Arm nach hinten, die Ferse nach hinten, den Arm nach hinten. Du kannst das untenrum wie gerade oder obenrum machen. Untenrum, obenrum. Unten, oben. Damit hast du eine entgegengesetzte Bewegung, wo viele Leute erstmal Koordinationsprobleme bekommen. Das. So, aus dieser Haltung heraus lasse ich meinen hinteren Arm fallen. Das Gefühl des Fallenlassens. Fallen lassen. Ich werfe ihn nicht, sondern ich ziehe die Energie heraus in den Körper hinein. Ich strecke in die Hände und ziehe die Energie raus. So, und dieser Arm nimmt das hintere Bein mit. Er nimmt das hintere Bein mit und in die Ausgangsstellung. Das Ganze einmal dynamisch. Hoch, nach hinten, Haltung, eindrehen, zurückdrehen. Ihr könnt in jeder Haltung bleiben, den Arm fallen lassen, hochziehen, zur Seite, hoch, nach hinten, gestreckte Beine, sich reinsetzend, aufdrehen, eindrehen, ausdrehen manchmal, fallen lassen, zurück und zurück. Viel Spaß dabei.